Hallo ihr Lieben, ich befinde mich hier an der Ravenseiche, einem der ältesten Udins-Heiligtümer, die noch erhalten sind. Die Ravenseiche, heute Femeneiche genannt, datiert auf 1300 Jahre, manche vermuten sogar 1500 Jahre. Ursprünglich wurde sie als heidnisches Heiligtum genutzt. Die Raben suggerieren, dass es ein Odins-Heiligtum war. In späteren Jahren während der christlichen Besatzung wurde der Baum dann für Femengerichte genutzt. Und in der örtlichen Mythologie wird berichtet, dass der Baum wohl dem Richterstuhl Odins ähnlich sah. Irritierenderweise ist der Gott der Rechtsprechung ja vor Seti, der Enkel Odins. Aber es ist halt das Einzige, was noch überliefert ist. Und wenn man bedenkt, dass während der christlichen Besatzung hier eines der zentralen Lagerkults des Großen war, ist es umso erstaunlicher, dass der Baum überhaupt noch steht. Wie man hier sehr schön sehen kann, ist der Bezug zu den alten Göttern auch in der christlichen Besatzungszeit erhalten geblieben bis heute. Die Region hier heißt Asenkamp, was in diesem Stein, der zur Erinnerung an die Femengerichte hier noch erhalten ist. Das heißt, der Glaube an die alten Götter muss hier trotz und allem sehr stark geblieben sein, auch während der christlichen Besatzung.